So, und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Rollercoaster Tycoon 3 mit mir und Sachsen Let's Player. Und das erste, was wir heute hier vornehmen, ist eine Lautsprecheranlage, die über Sound verfügt, dass wir hier etwas musikalische Unterhaltung haben. An alles gedacht. So. Wunderbar, so macht das Arbeiten gleich viel mehr Spaß. So, und ja, hier haben wir jetzt unsere Fan-Artikel im Endeffekt, wie man es nimmt. Und hier bauen wir jetzt dementsprechend unsere Bürgermeile auf. Allerdings muss ich gerade noch mal gucken, oder mal hier oben steuern wir das. Ich überlege so gerade, ob wir das einfach so einen kleinen, nicht so wie hier dran, sondern halt. Ach, weg mit dir. Versteht ihr, wie ich es meine? Also jetzt hier so zack, 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 zack. Hier wird er irgendein Stand und dann halt, also hier wird er ein Stand und dann halt hier wird er so zack, 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 zack und zack halt. So, hier zum Beispiel haben wir da jetzt halt ein paar Burger. Bleiben wir erstmal beim Essen. Was passt zum Burger natürlich genau noch so zu? Eine deutsche Brezel nicht. Aber wir haben einen Hotdog-Stand. Ich lasse alles mal immer einen Platz da drinnen frei. Dass es nicht so ineinander geklatscht aussieht. Und natürlich, wo es Hotdog gibt, gibt es auch Hähnchen. Auch im Amiland. Gehe ich einfach mal davon aus. Und natürlich darf auch die Pizzeria nicht fehlen. So, und das gleiche bauen wir dann dementsprechend. Karamell, Apfel, Kekse, Pommes frites. Bauen wir dann im gleichen Abstand genau symmetrisch gegenüber. Sandwiches. Pizzeria, Sandwich, Zuckerwatte, dass die Kinder schön, ne, ihr wisst Bescheid. Ich überlege gerade, ob ich die Pizzeria. Obwohl, ja doch, da kann ich statt da anfangen, ist ja kein Problem. So, Pizzeria, Brezel, Burger, Donuts. Donuts, da haben wir hier die Donuts hin. Und. Keine Ahnung, was das überhaupt sein soll. Irgendein Schokoladengedöns. Oder man gehört das auch noch essen? Tatsächlich. Na gut. Dann eine Eistüte für die Kleinsten der Kleinen. Karamelläpfel, wer das auch immer bitte schön essen tut. Pfui. Und Kekse. Ja, Kekse. Ja, für das ganz kleine Kind. Mama, Mama, ich will Kekse. Ne? Auch alles dafür gesorgt. Bei uns lassen die Eltern definitiv nicht zu viel und auch nicht zu wenig Geld. So. Da hätten wir das schon mal hier erreicht. Ja, die Fanartikel hier. Wenn wir aber gleich mal dabei sind. Mülleimer. Scheiße. Mülleimer, Mülleimer. Stinknormale Mülleimer hätte ich hier gerne. Genau. Und das nicht so knapp, dass hier keiner auf die Idee kommt, mir irgendwas voll zu sauen, weil es gibt in den Spielen nichts Schlimmeres außer Dreck. Und dann und Reinigungskräfte, die damit nicht zurande kommen. Das sind die schlimmsten. So, wenn es dann hier die sogenannte Fressmeile gibt, geht es dann natürlich auch. Ich überlege gerade, unten drunter oder oben drüber? Obwohl, warte mal, hier will ich dann ja langziehen. Da will ich ja so lang. Ne, da will ich ja so lang ziehen. Hier unten kommt ja schon mal da hier Gerät hin. Attraktionen, so rum. Da würde ich doch wohl eher sagen, wir machen das so hier. Ihr seht, ich baue größtenteils immer, egal ob im Sims City oder bei Sims, ich baue eigentlich immer alles nach Mustern. Ist halt das einfachste, ich bin nicht gerade der kreativste Mensch, tut mir leid. Aber ich gebe es wenigstens zu. Und da würde ich sagen. Zack, zack. Ich überlege gerade, wie wir das am bescheuertsten machen. Nicht wundern. So, so und so. Ja. Ja, genau. Und jetzt, ja, oder? Passt das so?
Ich meine, gut, da müsste man jetzt zack, zack, zack. Ja, halt. Oder? Ja, jetzt passt. Jetzt passt. Na, wunderbar. Gut, wunderbar. Na, dann bauen wir hier erstmal schon unsere ersten Getränke hin. Angefangen von stinknormalen Getränke über einen Kaffee, über natürlich, darf man nicht vergessen, eine heiße Schokolade und dann bauen wir das hier unten logischerweise gleich mit aus. Wie kommt denn da jedes Mal auf diese scheiß Warteschlange, du? Ah ne, halt, scheiße, die müssen andersrum, die müssen uns ja anlächeln, scheiße. Ja, aber das krieg ich mal gleich hin. Ja. Moment, da bauen wir das Ganze gerade noch mal ab hier. Jawohl. Stimmt ja, die müssen uns ja anlächeln, die Dinger. Oh, ja, weg damit. Wunderbar. Und dann, was war das jetzt? Well, Kaffee passt nicht so ganz. Warte mal. Limonade passt da eher erstmal. Jedenfalls jetzt in das Genre rein. Ja, stinknormale Getränke, Limonade. Ja, Moment, die sollen sich ja anlächeln. Die lächeln sich ja gerade nicht an. Das muss ja hier hin. Mensch, jetzt können wir, kriegt der Sinn mit seiner scheiß Warteschlange. Ah ja, jetzt kriegen wir es, jetzt haben wir es. Gut, wunderbare Sache. Also geht's auch gleich weiter. Achso, ich habe jetzt plus Standard drin. Geil. Naja, gut, Kokosnussmilch, Raketenkantine, Roadbeer, Weltraumshake. So viel gibt's da mal, mein gar nicht. Und Cocktail tropische Säfte. Naja gut, will da mal jetzt nicht so knietlich sein. Alles was irgendwie passt, machen wir dann schon. Ich denke mal, auf Schokolade kommt Kaffee. Und hier gibt's ein paar Kokosdinger, ne? Ja komm, sieht doch gut aus. Ja, könnte man jetzt noch zur Not. Gut, man könnte es jetzt so zulassen, man könnte es. Warte mal hier, zack, da hätten wir hier eine Basis. Aber wohl, ne, ich habe ja nicht mehr, also von daher kann man es dort zulassen. Wunderbar, das statten wir dann dementsprechend noch alles mit diversen Mülleimern aus. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob wir die Mülleimer bestimmt auch noch ein bisschen besser platzieren können. Ja, gut, die wirken jetzt ist es sehr mittig, das ist auch nicht gut. Wohl dort geht's, aber die müssen weg. Genau, das passt schon. Das passt schon definitiv mehr. Oh, wunderbar. Sieht schon auf jeden Fall besser aus, wenn die Dinger mitten in der Mitte drinnen stehen. Oh, wunderbar. Na dann, unser erstes Fresslokal. Oder unsere erste Fressmeile. Ich überlege gerade, das kann hier wirklich weg. Das wirkt zu dick. Zu dick wirkt das Ganze. Machen wir von mir aus den hier. Dass die Dinger halt noch hier mit eingeschlossen sind. Und gut ist. Das können wir dort so lassen, wie es ist. Sieht jetzt zwar auch nicht allzu schön. Oder? Was sagt ihr? Ja, wir sind ja gerade live. Hey, was sagt ihr, ne? Achso, das sagst du, alles klar. Ja, ich denke mal, das kriegt man noch schöner, oder? Ja, gut, wirklich natürlich hier drüben scheiße, ne? Das ist schon klar, aber, ja, komm, das lassen wir so, das reicht. Was wir allerdings hier noch hinbauen, sind Toiletten. Die dürfen hier nicht fehlen. Na, nur gleich mal ein paar mehrere. Bevor sie sich wieder beschweren, dass es zu wenig sind. Denke mal, 4 Stück reichen. Das verbinden wir dann jetzt hier noch schön. Oh. Wunderbare Sache, passt, ja, unsere erste Fressmeile ist fertig, unsere, ja, gib uns Geld, Meile ist ebenfalls fertig. Da hätten wir das schon mal geregelt. Allerdings wird das jetzt hier oben nicht das letzte gewesen sein, denn soweit wir runterkommen, die Leute rennen nicht extra da hoch zum Essen.
Also machen sie schon, aber wo eher die wenigsten. Deswegen werden wir das, denke ich mal, auch so halten. Ich gucke jetzt gerade mal hier. Muss jetzt hier einfach noch ein Muster reinbauen. Dass wir jetzt hier noch ein paar Attraktionen hinstellen, was weiß ich, ein paar aufregende Fahrten oder auch eine kleine Achterbahn. Gibt es so was Kleines? Warum ist denn die gesperrt? Um diese Streckendesign freizuschalten, müssen Sie frisches Blut bis Tycoon-Level absolvieren. Meh. Meine Fresse. Kommt natürlich auch ganz drauf hin. Ja, doch. Wirkt auf jeden Fall etwas genau. Da hätte ich mich jetzt natürlich richtig aufgeregt, wenn das von unserem Geld abgegangen wäre. Ist es ja Gott sei Dank nicht. Na gut, da denke ich mal, lassen wir das hier einfach mal bei aufregenden Fahrten, beziehungsweise aufregende Fahrten gemischt mit Kinderfahrten einfach. Und hier den Ausgang. Wunderbar. So tot und gespenstig sollte das jetzt eigentlich gar nicht wirken, aber gut. Wayne, machen wir halt Mischmasch. Dafür sind wir dann unten halt ein bisschen spezifischer, beziehungsweise austauschen können wir es ja dann immer noch. So, ein stinknormales Karussell, das hatten wir jetzt noch nicht. So, mal gucken hier. Den Eingang legen wir wieder hier hin, den Ausgang legen wir dorthin. Wunderbar. Ah, warte mal, hier würde sogar noch was ganz Kleines, wird jetzt auch noch hier hinpassen. Obwohl, so Wackeldackelboot haben wir schon, oder? Ja. Ich denke mal, so eine Spiralgedöns passt da ja definitiv. Ja, ich wollte gerade sagen. Passt da definitiv hier hin. So, und da das jetzt auch jetzt nicht allzu großer Beliebtheit hier drauf stoßen wird, kann man das Ganze auch so lassen. So, da hätten wir ja schon mal den Bereich, ebenfalls diesen hier ausgebaut. Natürlich kann man dann auch hier gleich noch weitermachen. Allerdings überlege ich gerade, was wir da Schönes machen. Sanfte Fahrten. Ein Gruselrad, eine Delfinshow, das passt jetzt noch nicht wirklich da rein. Das werden wir alles später brauchen. Was können wir denn hier noch hinstellen? Ich überlege gerade. Ein Drehwurm, ein fliegender Teppich, eine Enterprise. Nein, eine Enterprise passt leider nicht hin. Aber sowas hier definitiv. Gerade mal gucken, die kommen von dort. Also bauen wir da einen Ausgang hin, da einen Eingang. Und bauen den nämlich einfach mal so ein bisschen nach oben. Passt das nämlich auch. Ja, doch. Passt doch mal so kurz von oben geknackelt. Ja, doch. Haben wir natürlich noch einiges vor uns, das sollte klar sein. Aber gut, ganz ehrlich, hier kommt auch noch ein bisschen Deko dazu. Ja, da kümmere ich mich diesmal persönlich rum. Ein bisschen Deko, dass er nicht ganz so nackt aussieht. Ja, und um diese ganze Fressmeile, ich überlege gerade, da habe ich ja eh einen Bogen gezogen. Also, ich muss. Problem an der Sache ist, warte mal, hier, das ist der Pegasus. Also, hier, das ist die stinknormale Route, die dann nach unten weitergeht. Das soll diese, ich nenne es mal Hauptverkehrsader sein, von unten nach oben. Und hier soll dann schon, also hier unten soll dann dementsprechend schon wieder das nächste losgehen. Vielleicht gucke ich gerade, was wir jetzt hier an der Fressmeile, ich denke mal, hier hinten bauen wir dann einfach mal. Hier bauen wir aber schöne Deko-Sachen drin und hier hinten. Da tun wir mal die teuerste Achterbahn, die es gab. Das ist doch, glaube ich, ne, diese Splitbahn, ne? Das Kleiderbahn, das Gedöns, wo ist sie denn?
könnten wir uns im Szenario nie leisten. Hier, Gott sei Dank schon. Da denkst du, ich finde die mehr sensationelle Achterbahn, bla bla bla, Schwachsinn. Die sah eigenartig aus. Hier, genau. Die kostet alleine 14.000. Können wir uns auch leider nur eine leisten. Dieses mehrspurige Teil. Und ihr seht ja schon, die Achterbahn, wir brauchen so oder so, wie man es nimmt, einen Haufen Platz. So, würde das zum Beispiel passen. Dann überlege ich noch. Achso, naja gut. Das ist jetzt gar nicht so das Problem. Dann bauen wir nämlich hier hinten so ein paar schöne, Achterbahnen hin. Oder solche, wo man dementsprechend wieder rauskommt. Das ist ja immer so die Kunst an der ganzen Geschichte, da wieder rauszukommen. Haben wir ja beim letzten Mal, obwohl, was ist beim letzten Mal, das haben wir ja gesehen damals, dass das hier gar nicht so einfach ist. Allerdings kommt man hier ohne Probleme durch. Das ist schon mal sehr lobenswert. So. Da baue ich schon mal hier. Fast so nach unten, genau. Denn hier kann man einfach und unkompliziert, hätte ich beinahe gesagt, die Pfeiler verlegen lassen. Aber anscheinend nein. Danke. Ah ja, was jetzt hier drüben geht, geht jetzt hier wiederum nicht, oder was? Will mich verarschen. Dann müsste man, ja gut, oder mal, müsste man das anders machen. Dann müsste man mal mich kurz da rüber lassen. Und dann halt hier das Ganze halt etwas anders aufbauen. So, es muss ja immer noch genügend Platz drin sein. Das ist ja die Devise. Und dann auch gleich mal, nein, falsch, dann auch gleich mal hier durchziehen. Aber Leute, wir sind für den Part auch schon wieder rum. Deswegen danke ich wieder fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, hinterlasst eine positive Bewertung in Form eines Däumchens. Ich wäre dir dankbar. Ja, wir sehen uns dementsprechend im nächsten Part wieder. Und falls ihr Wünsche und Vorschläge etc. habt, denkt immer dran, ich nehme das eine Woche im Vorhinein auf. Also sprich, ich kann es dann erst ab nächster Woche Montag umsetzen, gell? So, bis dann, haut rein, tschüsselü.